Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben! Und da ich fange eins von diesen Drecksviechern direkt hier mit dem Wichtigsten an. Und ich kriege auch schon auf die Fresse von diesem Drachensnapper. Yo, das hat super funktioniert. Probieren wir es doch gleich nochmal. Was kann dabei schon schief gehen? Vielleicht sollte ich es mal versuchen, indem nicht ich den zuerst angreife, sondern meine Kollegen. Vielleicht klappt das dann ja. Ja. Und wie das klappt? Nichts zu holen. Sehr gut. Gut gemacht. Diego lebt noch fast. Wilgott ist auch noch fast gesund. Alles klar. 400 Erfahrungen mit so einem Drachensnapper. Kein Wunder, habe ich die bisher noch nie besiegen können. Sieht so ungewohnt aus, hier von unten herzukommen. Was natürlich daran liegt, dass man normalerweise, wenn man Gothic 1 gespielt hat, den Weg immer nur in die andere Richtung geht. Denn wer geht schon zurück zum Anfang? Und es ist hier echt stockduster. Ich mache jetzt mal Folgendes, ich bin noch hier Magier. Ne? Also, kann ich mir auch sowas mal gönnen. Dann habe ich nämlich gleichzeitig Licht und trotzdem meinen Fernkampf in der Hand, mit dem ich Gegner auf große Distanz schon mal rechtzeitig spotten kann und ihnen ausweichen kann. So, sind die beiden noch da? Diego, Bilgot, beide da, sehr gut. Und da das so gut geklappt hat, mit dem Drachensnapper, bin ich eigentlich gewillt, den hier auch noch zu machen. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ein oh, Mistvieh, wie die dem zurichten. Aber jetzt hat Diego auch schon ganz schön gelitten, ne? Käse. Heiliges Licht. Oh, eine sehr schöne Rune. Die wirkt, glaube ich, gegen Untote. Allerdings, wie gesagt, jetzt ist Diego halt ziemlich an... Ne, ist er nicht? Hä? Er war doch gerade angeschlagen. Keine Ahnung. Vielleicht hat er ja selber irgendwelche Heiltränke dabei. Kann ja sein. Lässt mein Licht nach? Oder ist das ein Bug wegen der Schräge? Könnte beides sein. Aber so wie es aussieht, geht eh bald die Sonne wieder auf. Was aber auch vollkommen egal ist, denn hier sind wir, glaube ich, auch schon am Ziel angelangt. Genau. So, wir sind da. Den Rest des Weges werde ich alleine zurücklegen. Ich habe da noch einige Dinge zu erledigen, bevor ich nach Korinis zurückgehen kann. Mhm. Ich danke dir, mein Freund. Wir sehen uns in der Stadt. So, da sind wir. Jetzt mach, dass du wegkommst. Die Gegend ist heiß. Ich danke dir. Lass dich nicht fressen. Wäre schade drum. Leb wohl. Was machst du hier? Ich dachte, du wolltest über den Pass. Ich kann einfach nicht mehr. Lass mich nur einen Moment ausruhen. Ich komm schon klar. Mach dir keine Sorgen. Wie du willst. Nur eine kleine Pause. Also ehrlich gesagt, ich mach mir schon ein bisschen Sorgen. Erst wollte er weg. Alles klar? Alles bestens. Ich ruhe mich nur kurz aus. Ja, ja, Diego. Na klar tust du das. Du hast nicht zufällig irgendwo hier irgendwas versteckt im Minental oder so, ne? Dass du es noch holen willst. Das ist jetzt eher ungeschickt. Das ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ja, das macht ihr mal. Ein Mistvieh, Baby. Entschuldigung, war keine Absicht. Leider habe ich jetzt keine Erfahrung gekriegt. Aber ich denke mal, ich kann zumindest genau die Orkwaffe. Zumindest die Axt kann ich ihm abnehmen. Das ist ja schon mal was. So, und bevor ich jetzt hier groß rumzögere, teleportiere ich mich zurück zur Burg. Denn ich habe hier noch Wichtiges zu erledigen. Ich habe ja mittlerweile 1000 Gold. Habe ich Gorn schon freigekauft? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. So, Folgendes. Ich will 10 Lernpunkte für Schlösser knacken. Dann habe ich noch 10, glaube ich, für den zweiten Kreis. Und dann kann ich den Rest in Mana stecken. Oder wie viel kostet der zweite Kreis?
Hey, Milton. Hey, du. Was kostet denn der zweite Kreis der Magie? Ich will neue Zauber lernen. Was ist deine ursprüngliche... Ich glaube, das hatten wir schon. Ich will meine... Mana plus 5 Lernpunkte. Ich weiß nicht, ist halt nicht, ob der zweite Kreis 5 oder 10 Lernpunkte kostet, aber 5 Mana kann ich mir auf jeden Fall leisten. Okay, und die nächsten 5 dann sowieso nicht. Ich hätte ja jetzt 4 steigern können und dann 5. Dann wäre ich bei 34. Egal. Dann hätte ich nur 4 Lernpunkte gespart. Das ist nicht wirklich der Rede wert. Hoffe ich jedenfalls. So, habe ich dem Typen den Ring gegeben. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Hey. Genau. Ich bringe dir Tengrons Ring. Er soll dich schützen. Aber Tengron wird ihn sich holen, wenn er zurück ist. Was? Weißt du, was das für ein Ring ist? Diesen Ring hat er als Auszeichnung für seinen Mut im Kampf bekommen. Du sagst, er will ihn sich wieder zurückholen? So Innos will wird er das. So Innos will. Ja. Ich bin hier gerade ein bisschen durcheinander, weil ich ja vor der letzten oder vorletzten Folge war ich hier und habe schon mit Garrond gesprochen und habe schon den Ring abgeliefert. Nur um dann festzustellen, dass Bilgot ja nicht mehr da ist, nachdem ich mich wegteleportiert habe. Zeig mir deine Ware. Von daher, also das ist der Grund, warum ich mir hier jetzt nicht ganz sicher bin, was ich gemacht habe. So, meine Streitaxt. Ich auf ein oder zwei Händer. Ich glaube, ich gehe auf ein Händer, ne? Dann will ich schon irgendwann das Edelbastardschwert benutzen. Und zur Sicherheit behalte ich auch mal die beste Zweihandwaffe. Ich weiß ja nie, ob ich mich da nicht irgendwie ein bisschen vertue. So, was ich auf jeden Fall nicht brauche, sind die Ork-Äxte. Dann die da natürlich auch nicht. Das ist meine Ersatzwaffe derzeit, weil ich nicht genug Stärke habe. Das heißt aber insbesondere brauche ich das hier nicht und ich brauche den, ja, den Ding der Banditen mit dem F drauf, den würde ich schon gerne behalten. Das brauche ich nicht und Bogenschießen will ich auch nicht. Ich bin hier Magier. Und habe ich 1500 Gold. So, hast du irgendwas Tolles für mich, was ich gebrauchen könnte? Feuernessel, Goblinbeeren. Ja, nicht wirklich, ne? Keine guten Ringe oder so. Alles klar. Dann werde ich jetzt mal... Da war ich gerade drin. Zu Kommandant Garum gehen und ihm berichten, wie es mit dem Erz aussieht. Und dann schließlich auch Gornfrei kaufen. So, und wenn ich dann da bin, dann könnte ich eigentlich mein Fleisch braten. Das ist ja schon wieder einiges. Allerdings wird es ewig dauern, deswegen mache ich das lieber offscreen und jetzt nicht mitten in der Folge. Hey, Digga! Ich habe mit Fayette gesprochen. Was hat er mir mitzuteilen? Seine Leute haben 2 Kisten mit Erz gefördert. So, 2 Kisten? Ich brauche aber keine 2 Kisten. Ich brauche 200 Kisten! Er lässt dir ausrichten, dass er mehr Männer braucht. Was? Ich soll noch mehr Männer in den sicheren Tod schicken? Das kann er vergessen! Tja, Garrond, wenn du keine Männer schickst, kann niemand Erz abbauen. Wegen Silvestros Schürfstelle. Warst du bei ihm? Hast du ihn gesprochen? Dort sind alle tot. Sie wurden wohl von Minecrawlern überrascht. Was ist mit dem Erz? Weißt du, wie viel sie geschürft haben? Ein paar Kisten haben sie vorher in Sicherheit gebracht. Sie stehen in einer Höhle auf dem Weg von der Burg zur Schürfstelle. Verdammt! Das waren viele gute Männer. Möge Innos sich ihrer Seelen annehmen. Verdammt! Was ist da draußen eigentlich los? Ist Beliar selbst gekommen, um uns zu vernichten? Meine Männer sind fast alle tot. Und mit dem bisschen Erz können wir nicht mal einen Ork aufhalten. Geschweige denn eine Armee! Diese Expedition ist zum Scheitern verurteilt. Tja, dann wärst du jetzt an der Zeit, dass du mir das Schreiben von Attacken aufsetzt, ne, mit den Beweisen. Aber zuallererst, mein Freund. Ich will Gorn freikaufen. Einverstanden. Du kannst zu Gerold gehen und ihm sagen, dass Gorn auf meinen Befehl freigelassen wird. So einfach. Dann gib mir das 1000 Gold zurück. Das kann ich ihm auch so sagen. Was ist mit dem Schreiben für Lord Hagen? Wir haben insgesamt 10 Kisten Erz und mehr als doppelt so viele Verluste an guten Männern. Du wirst dein Schreiben bekommen. Lord Hagen muss davon erfahren. Dieses Tal ist verflucht. Das Böse ist hier. Was hast du jetzt vor?
Ich habe alles versucht. Meine Hoffnung ruht jetzt auf dir und darauf, dass Lord Hagen mir Unterstützung schickt. Wir werden weiterhin ausharren und zu Innos beten, auf dass er uns in diesen dunklen Stunden nicht mutlos werden lässt. Oh, das hast du schön gesagt. Gut, ich habe mein Schreiben. Sehr gut. Ich müsste eine Runde schlafen, um meinen Mana wieder aufzufüllen. Und wo mache ich das am besten? Wie viel Uhr ist denn? Jetzt ist 5 Uhr. Wenn ich jetzt den Umweg zu Gorn mache, besteht die Gefahr. Ach komm, oder? Also ehrlich, 3 Stunden. Die Zeit vergeht zwar relativ schnell, aber... ja, es könnte knapp werden. Dann schaffe ich auch bis Mittag, was soll's. Wenn es hart auf hart kommt. Hey Gerold, ich darf rein. Lass Gorn frei. Ich komme auf Befehl vom Kommandanten Garond. Ich bin schon informiert worden. Hier ist der Schlüssel. Du kannst reingehen. Und wer hat dich informiert? Ich meine, so schnell? Das ist ja faszinierend. Ich wüsste gerne, wie das so schnell geht. Und dann mache ich eine Telekommunikationsfirma auf. Hier in Gothic. Und dann werde ich reich. Bist du Gorn? Nö. Was willst du von mir? Lass mich in Ruhe! Ja, nö. Also du kannst jetzt quasi raus. So, hier ist irgendwie... ah, ein Skelett. Gar nicht gesehen. Aber auch nichts Wirkliches. Und dann haben wir hier hinten noch... jetzt erst die Seite. Raal und ein Sträfling. Es dreht sich alles nur ums Erz. Immer wieder das Gleiche. Sie wollen alle nur dieses verdammte Erz. Ja, vielleicht ist es ja wirklich wertvoll. Ich war draußen, als der Drache angegriffen hat. Ich habe ihn gesehen. Groß wie 10 Männer, binnen von Augenblicken verbrannte sein Feueratem die Hütten. Ein Drache! Ich bleib hier sitzen. Hier kriegt mich keiner weg. Ich bin doch nicht wahnsinnig! Ein Drache. Mhm. Also, du kannst jetzt raus. Gut, der Drache kann halt auch rein. Ist nicht mein Problem. Da hinten geht's nicht weiter, dann muss hier Gorn sein, ne? Die Faulenzerei hat ein Ende. Du bist frei. Wurde auch langsam Zeit, dass mich hier wer rausholt. Mit dir hätte ich allerdings nicht gerechnet. Ist verdammt gut, dich zu sehen. Garond sagt, du würdest zu viel essen und er kann dich nicht mehr durchfüttern. Jetzt, wo du es erwähnst? Ich könnte wohl ein paar Bier vertragen. Lass uns hier verschwinden. Ich habe die Zelle lange genug gesehen. Okay, wir sehen uns bei Milton. Alles klar. Wenn du das essen müsstest, was sie uns zum Fraß vorwerfen, würdest du auch anfangen, über eine Revolte nachzudenken. Ja. Gar nicht mehr vorstellen. Ich glaube, als Magier wird man da deutlich besser verpflegt. Andererseits, wenn ich mir angucke, was ich so futter, naja, bin ich mir auch nicht sicher. So, was sagt die Uhr? 5.36 Uhr, na perfekt. Da lege ich mich doch... ich lege mich jetzt... andererseits, nee, komm, wozu? Ja, doch, ich lege mich hin schlafen. Ich lege mich hin. Natürlich, um mich zu heilen. Blöde Frage. Ja, hier ist mal wieder alles besetzt. Ach so, ja richtig, da geht's gar nicht zu Betten. Hier geht's zu den Betten. Ich will meinen Mana auffüllen, deswegen schlafe ich. Nicht etwa, weil mir jetzt zu früh wäre oder so, es ist ja gerade schon hell. Aber die paar Stunden lege ich mich hin. Das spart wahlweise einen Trank oder ein paar Kräuter. Und die wiederum kann ich nachher noch gut gebrauchen. So, jetzt aber erstmal den Ruckler hier abwarten. Und dann auf zu Milton und Gorn. Und dann schätze ich doch mal, dass wir hier aus dem Minental abhauen. Habe ich denn noch außer Brutus hier irgendwas? Nee, ne? Sonst habe ich alles. Und Brutus will ich das Geld nicht geben. Das könnte ich eigentlich schon machen, oder? Denn wollte versuchen, den Pass zu überqueren. Ich habe so einiges gehört. Hab ich den gefunden? Die Leiche oder so? Ich glaube nicht. Nee. Vielleicht ist er bei den Orks hinten irgendwo weiter. Da komme ich aber eh noch durch. Also ich komme hier sowieso nochmal rein, wegen den Drachen, ist ja klar. Und da werde ich mich dann, wenn ich stärker bin, bei den Orks nochmal umschauen. Nein. Ich habe Gorn befreit. Doch. Gut. Dann sollten wir jetzt überlegen, wie es weitergeht.
Was sind deine Pläne? Ich werde wieder zurückkehren. Ich warte noch eine Weile ab, aber da Gorn nun frei ist, kann ich mich zusammen mit ihm absetzen. Es ist mehr als nötig, dass Pyrokar von der Situation hier erfährt. Wie du meinst. Ich hoffe, dass Lord Hagen erkennen wird, welche Bedrohung von diesem Tal ausgeht. Nicht auszudenken, was passiert, wenn die Orks über den Pass kommen. Na dann, gute Reise. Pass auf. Ich habe lange genug hier rumgelungert. Wird Zeit, dass ich mal was anderes sehe als dieses Tal. Wie bist du über den Pass gekommen? Es gibt einen Weg durch die verlassene Mine. Gut. Ich warte noch auf einen günstigen Moment und dann hau ich ab. Wo willst du dann hin? Ich habe gehört, dass Lee noch lebt. Ich will mich ihm wieder anschließen. Wir sehen uns wieder. Verlass dich drauf. Ja, dann Leute, lasst uns doch mal zusammen gehen. Was? Ich werde wieder zurückkehren. Ja, ja, das hatten wir auch schon. Ja, puh, dann gut, ihr kehrt zurück. Dann kehre ich auch. Nein, 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 Blödsinn, nein. Ah, nicht zur Burg. Zum Pass, Idiot. Ich depp, ey. Ich depp. Ich habe das wahrscheinlich gerade gemutet, oder werde ich auf jeden Fall hoffentlich noch tun. Ich habe beim Gespräch mit Milton das Charakterprofil geöffnet, um zu schauen, ob ich schon den zweiten Kreis der Magie habe. Und ich habe gesehen, ja, den habe ich schon. Deswegen hat er mir nicht mehr angeboten, meine Magie auf den zweiten Kreis zu steigern. So, jetzt ist hier auch mal hell. War das denn nur ein Ork da vorne? Sieht so aus, ne? War hier nicht eine Truhe im ersten Teil? Ja, die ist aber hier nicht mehr. War das echt nur ein Ork? Dann kann ich da ja noch... Naja, okay, vergiss es. Da komme ich gerade nicht hin. Dafür bin ich dann zu schwach. So, ich glaube, ich habe mich da oben noch nicht umgeschaut. Oder habe ich das schon? Na, ich glaube nicht. Vom Schlösserknacken verstehe ich nicht. Allerdings kann ich leider halt immer noch nicht Schlösser knacken. Oder ist das hier dann... Nee, das ist nicht die aus dem ersten Teil, ne? Die Truhe und Mine. Komme ich da hoch? Nö. Okay. Ich glaube, im ersten Teil konnte man da irgendwie hochklettern. Oder war das hier? Ja, tatsächlich. Nur, was gibt's hier oben? Da ist ein Durchgang. Ne, ist es nicht. Das war nur nicht geladen. Ich glaube nicht, dass es hier was Tolles gibt. Ich meine, hier ist... Ah, immerhin ist hier ein kleiner Zaun, damit man an dieser Stelle nicht runterfällt. Das ist ja schon mal nett. Dann falle ich halt woanders runter. So. Gut. Und damit würde ich sagen, habe ich das Minental fürs Erste ausreichend erforscht und erkundet. Und was ist mit Bilgot los? Warum ist der tot? Was zum Henker? War das der Ork? Diego, warst du das? Alles klar? Alles bestens. Ich ruhe mich nur kurz aus. Naja, da bin ich mir ja nicht so sicher, ob das nicht der Diego war. Aber ich hab's nicht gesehen, also kann ich's nicht beschwören. So, hatte ich nicht irgendwie Teleportrunen für die normale Welt? War da nicht was? Hatte ich die nicht? Tja, dann hatte ich die wohl nicht, ne? Also gut, ich laufe jetzt da durch und verabschiede mich schon mal. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und beim nächsten Mal geht's dann draußen weiter, wieder in der großen Welt von Corinis. Tschüss!